Ich weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll. Ich glaube, jetzt hat es mich auch erwischt. Schon gesagt habe, jetzt hat es mich dann auch mal erwischt, und zwar hier im Umschlag ist was drin. Naja, ich zeige es euch mal. Ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt schon wissen, worum es geht. Ja, mich hat es jetzt auch erwischt. Ich habe mich in ein Messerchen verguckt. Und zwar in ein kleines Victorinox aus der 58mm Serie. Und zwar, weiß nicht, kann man das hier lesen? Ja, das Spacewalk. Also ein Limited Edition Messer aus der Edition 2017. Ja, ich habe das Ding gesehen und fand es einfach auf Anhieb so schön. Ich musste das Ding jetzt haben. Und habe mir gedacht, ja, dann muss ich da jetzt auch mal ein Video von machen. Ja, das Klassik. Das werden die meisten von euch natürlich kennen. Natürlich ein sehr kleines Messer, auch nicht allzu viel Funktion. Schon recht übersichtlich das Teil. Aber mir hat halt das Design von dieser Limited Edition so gut gefallen. Es musste jetzt dann auch wirklich so sein, dass ich es mir kaufe. Was mir im Übrigen auch sehr gut gefällt, was oft nicht so ist, dass zum Beispiel hier die Pinzette farblich passend ein rotes Kunststoffkäppchen am Ende bekommt und nicht ein graues, weil das würde vom Design her natürlich nicht so gut passen. Ja, dann von den Funktionen her, wie gesagt, die Pinzette hatten wir schon. Hier ist natürlich der Zahnstocher, wie immer. Dann haben wir hier eine kleine Schere, aber sehr scharf, wie immer bei Victorinox natürlich. Dann eine schöne kleine Klinge und zur Klassik-Serie gehört natürlich die Nagelfeile mit dem Schraubendreher. Mir gefällt das Messer einfach sehr, sehr gut. Ja, ich bin ja in dem Sinne kein Messersammler, ich bin kein Liebhaber, so wie viele von euch. Es wird bei mir kein Vitrinenstück werden. Ich werde es mir aber auch nicht an einen Schlüsselbund hängen, weil dafür ist es mir dann auch zu schade. Es wird einfach bei mir auf der Arbeit in den Schreibtisch kommen, in die Schreibtischschublade kommen. Und ab und zu brauche ich da auch mal ein kleines Messerchen und da wird mir dieses hier sicherlich gute Dienste leisten. Und wie gesagt, also ich finde es einfach unwahrscheinlich schön. Wirklich ein schönes kleines Messer in einem tollen
Space Design. Ja, ich hoffe mal, euch hat mein kleines Video von meinem kleinen Messerchen ein bisschen gefallen. Ist nur mal was ganz Kurzes gewesen. Musste mal sein. Tschüss.